Fragen nach dieser Runde von Andreas Kreuzer und Jacob Blum. So, Judy Ann Melchior ist jetzt die letzte derer, die nur einen Punkt auf dem Konto haben. Die Freundin von Christian Ahlmann, die ihm Yatalo B zur Verfügung stellt. Die also jetzt hier in der ersten Runde sehr, sehr gut unterwegs war mit Chacha. Stute von Karthago, auch erst 11 Jahre alt, Judy Ann Melchior, eine ganz, ganz feine Reiterin. Nach einem schweren Sturz vor ein paar Jahren noch mit Rückenproblemen, hat auch in aller Regel noch einen Rückengurt zur Stabilisierung. Im Parcours, aber verfügt über ein gutes Auge. Die Tochter des bekannten, berühmten, erfolgreichen Züchters Leon Melchior, Sitzer des Gestüts Zanger Heide, deshalb auch Chacha Z, also alle. Das Z steht immer für Zangers Heide, für das Gestüt ihres Vaters. Großer Bogen auf die Linie mit Ochser, Wasser und den beiden Steilsprüngen. Die in gerader Linie hintereinander folgen. Aber das macht sie alles ganz prima, ganz überlegen. Ruhig. Chacha macht mit, sehr flink im Bein. Gibt noch mal etwas Gas, weil sie jetzt da in ihrem Blick auf die letzten Sprünge die Anzeigentafel gesehen hat. Hat gesagt, es wird mit der Zeit etwas knapp. Und deshalb knapp vorbei. Christian Ahlmann freut's. Diese gute Runde. Souverän gemacht. Jawohl, das Lächeln ist da, so kennt man sie, zufrieden, übernimmt zunächst einmal die Führung mit 2 Strafpunkten. Bevor jetzt also die 4 Besten kommen, die noch keinen Fehler haben. Nach dem ersten Umlauf, wie gesagt, Ludger Baerbaum, Rolf-Göran Bengtsson, Janne Friederike Meyer und Alvaro Miranda. Aber nicht vergessen wollen wir ja auch, dass die Guten ihrer Klasse, wie Christian Ahlmann, Markus Ening mit Kitchen Girl, Meredith Michaels Baerbaum mit Checkmate, die hier vorgestern so hervorragend geritten war, eben die zweite Runde auch nicht erreicht haben, also die auch hängen geblieben sind. In